Das war schon richtig, ne? Dann passt schon. 480 Mio kannst du pro Tag mit 8 Chars mit dem Event machen. 480 Mio, wenn die Buchstaben für 2,5 jeden Tag weggehen. Dann machst du in 24 Stunden, ohne zu spielen. Du musst einfach nur jede Stunde an den PC gehen und auf Spin klicken und machst 480 Mio am Tag, basically ohne zu spielen. Gut, du musst halt 24/7, also 24 Mal am Tag an den PC gehen nach einer Stunde. Das ist ja geistesgestört. Passives Einkommen sein Urgroßvater. Was sind schon Dungeons? Wer farmt heutzutage noch Dungeons? Oder sagen wir nicht perfekter FEC-Start, aber verschiedene Möglichkeiten auf dem FEC-Server zu starten. Möglichkeit 1 ist die absolute Tryhard-Sweater-Möglichkeit. Bedeutet, du lädst X-Betrag an Euro auf, startest mit einem Main, den du sicher bis zum Ende spielen wirst, und mit halt einem Ringmaster, also die klassische 2-Char-Kombo. Gehst halt den Pay-to-Win-Weg natürlich, cashst rein und probierst halt wirklich jeden Tag so viel zu spielen wie geht. Also sag mal so, die erste Woche sollte man 12 Stunden am Tag anpeilen, Minimum. Plus cashen, dann kannst du oben mitspielen. Dann wirst du bei weitem nicht der Beste sein, aber du kannst zumindest etwas oben mitspielen. Also du wirst abgehängt von den ganzen Hardcore-Sweatern. Aber wenn du reinschwitzt, dann kannst du zumindest da ein bisschen oben mitspielen. Das ist die Möglichkeit 1. Und die Möglichkeit würde... Oh mein Gott, ich kann nicht auf Channel 2 wechseln? Ach scheiße, wegen dem Boss, gell? Das ist natürlich blöd, ja. Okay, na gut. Rip me, man. Auf jeden Fall. Junge, was ist das denn, Mann? Ich will nur den Scheiß... Ach, leck mich doch, Mann, ey. Ja, ich kann den Kanal nicht mehr wechseln, GG. Das ist Möglichkeit 1. Möglichkeit 2 ist, du machst die Free-to-Play-Variante. Also du machst 8 Chars. Achso, und bei Möglichkeit 1 wäre es natürlich so, dass du keine Quests machst. Also literally keine Quests. Du würdest halt so viel, du würdest ja die ganze Zeit mit Amplis leveln, die ganze Zeit mit Power-Ups, die ganze Zeit mit den FEC-Buffs. Also ich vermute einfach mal, dass es so sein wird wie beim letzten Mal. Und beim letzten Mal konntest du dir halt so übelst die OP-Buffs, die dir nochmal 100% XP, nochmal 100% Drop-Rate geben. Und zusätzlich zu denen konntest du ja noch Amplis aktivieren, beziehungsweise im Low-Level könntest du dir noch die Stapelbahn-Amplis holen. Da hast du dann 500% mehr XP oder so. Da lohnt sich keine Quest auf dem Planeten, würde sich da lohnen. Da wirst du einfach nur durchschwitzen. Irgendwann im 70er, 80er Bereich wirst du dann schon die Quests wahrscheinlich machen. Also die Questverwaltungsquests, die ganzen und so, die also free 20%, ich meine, die nimmst du dann natürlich schon irgendwann mit. Aber bis Level 60 wirst du basically alle Quests wahrscheinlich ignorieren. Bis auf vielleicht ein paar, wo du zufällig die Quest-Items ready hast, um sie abzugeben oder so. Aber ansonsten wirst du das wahrscheinlich größtenteils ignorieren. Und du wirst auch mit Level 60 die Quests nicht nachholen, weil du wirst ja dann einfach irgendwie backcashen und so. Du brauchst ja nicht zwingend die Inventarplätze, die kannst du dir irgendwann später auch noch holen. Am Anfang ist viel wichtiger, dass du wirklich so weit hochkommst wie möglich, so viel Penya farmst wie möglich und so viele CS-Items hortest wie möglich. Und das heißt, du ignorierst da erstmal alles an Quests und so. Und genau, das ist halt wie gesagt Weg 1, das ist der Schwitzerweg, der ich will so weit nach oben wie möglich und so viel abstauben, wie nur irgendwie geht. Und das heißt natürlich auch jede freie Minute in das Game knattern. Und darüber rede ich gerade, ist Dead Me, musst nur zuhören, Sir. Und das ist eigentlich Weg 1, also am meisten Kohle auf dem FEC-Server, am meisten Erfolg auf dem FEC-Server hast du, wenn du einfach startest, im besten Fall noch reincashst und Minimum 12 Stunden am Tag spielst oder halt so viel wie möglich. Aber wirklich, 12 Stunden ist nicht übertrieben. Es gibt Leute, die spielen 3 Tage durch, also die schlafen gar nicht mehr. Wenn du mit denen mithalten willst, musst du schon ordentlich reinsuchten. Das ist 12 Stunden verhältnismäßig leider wenig. Und genau, das ist quasi die erste Variante, das ist die Pay-Variante oder die Nicht-8-Char-Variante. Und die zweite Variante ist eigentlich die einfach 8-Char-Taktik, aber 8-Char-Taktik hat auch mit dem neuen Twist, dass du halt keine Quests machst. Also du würdest auch erstmal da die Quests ignorieren, was natürlich ziemlich painful ist als Free-to-Play-Spieler, die Quests zu ignorieren. Aber hat man halt keine Wahl am Anfang, weil du einfach sonst zu viel Zeit verlierst. Also wenn du zum Beispiel auf Level 60, also mal angenommen, du levelst jetzt mit 8 Chars auf Level 60, das dauert wahrscheinlich 3 Tage Minimum, selbst wenn du viel spielst. Oder wenn du sehr viel spielst, vielleicht 2 Tage. Dann sind alle deine Chars Level 60. Wahrscheinlich weniger. Wahrscheinlich mehr. Also du wirst es in nicht so kurzer Zeit schaffen, du wirst wahrscheinlich länger brauchen. Und wenn du dafür schon so viel Zeit brauchst und dann holst du noch komplett Reonan-Quest nach und alle Inventarplatz-Quests vor Level 60 und so,
dann sind halt Leute Level 140 und du bist noch Level 60. Basically. Und das kann man sich eigentlich nicht erlauben. Also auch da muss man halt gucken, dass man vielleicht, also hier und da kann man vielleicht mal eine Quest machen, die relativ schnell geht. Also vielleicht die Root-Vehicle-Quest oder so. Oder die Meteoritel-Quest oder so, wo du zumindest mal einen Metallplatz bekommst oder so, wo du halt literally nichts dafür machen musst oder irgendwie so. Aber eher auch nicht so eine gute Idee wahrscheinlich. Also wirklich die Quests am Anfang ignorieren, die Inventarplatz-Quest, die Questverwaltungs-Quest, also bei der 8-Chart-Taktik die Questverwaltungs-Quest natürlich nicht ignorieren. Also vor allem nicht ab Darkon dann, wo du nicht mehr so schnell levelst, die kann man natürlich schon mitnehmen. Aber die Inventarplatz-Quest, die Quests, wo so ultra lange dauern, also die muss man auf jeden Fall erstmal ignorieren, wenn man einen guten Start haben will. Und dann ist im Endeffekt einfach das Gleiche. Du willst so hoch leveln wie möglich, du willst so schnell XP machen wie möglich, du willst so viel Penya machen wie möglich und dir von dem Penya halt irgendwelche Premium-Items besorgen. Entweder man kauft sich halt die FEC-Buffs, die man sonst dann natürlich nur für Cash auch bekommt, für Cash bekommt. Kann man sich ja halt diese 30-Tage-Tränke kaufen, kann man auch probieren als Free-to-Play, sich zum Serverstart davon direkt 3 oder 4 Stück zu erspielen, dass man die halt dann die komplette Zeit vom FEC-Server hat, ohne zu cashen und so. Und sonst halt auch einfach wie immer Products farmen und so. Wobei Products braucht man mit der 8-Chart-Taktik eigentlich nicht kaufen für F-Coin, weil ihr bekommt so viele Products durch die Quests. Also das in der 8-Chart-Taktik, das 8-Chart-Taktik ist ja quasi, dass ihr dann die ganzen Asria-Quests und Red Meteor-Quests und so, dass ihr die alle mitnehmt. Und da bekommt ihr so viele Products und ihr habt ja da eine doppelte Upgrade-Chance auf dem Server, dass es locker reicht, um ein Equipment plus 10 zu machen mit 4 Socken und so. Also Products müsst ihr eigentlich keine kaufen, normalerweise. Schmuck kann man sich auch erspielen durch Dungeon-Farmen, braucht man also auch nicht A-Products kaufen. Waffen kann man droppen, Karten kann man droppen. Also im Endeffekt würde ich wahrscheinlich in die FEC-Tränke investieren. Entweder um sie selber zu benutzen oder sie zu verkaufen, weil das eigentlich die Dauerbrenner sein werden wahrscheinlich. Protects sind nicht schlecht, kann man kaufen, um sie zu resellen. Vor allem am Ende wahrscheinlich werden die ganz gut weggehen. Also, oder nicht am Ende, aber halt nach dem Serverstart. Am Serverstart werden Products ziemlich schlecht sein wahrscheinlich. Genau. CS-Pads könnte man am Anfang kaufen. Also in den ersten 1-2 Wochen könnte man CS-Pads kaufen und dann Leute verkaufen, die quasi keinen, die nicht cashen. Könntest du CS-Pads resellen, theoretisch. An Free-to-Play-Spieler. Das wäre eine gute Idee wahrscheinlich. Die Tränke sind auch mega teuer. 3500 F-Coin, glaube ich, oder so. Irgendwie so. Oder? Kann man nachschauen. Einfach alte Videos gucken. Aber ich glaube 3500 oder so. 40 Euro. Oder 4500. Whatever. Ja, sind recht teuer. Aber die halten ja auch 30 Tage. Die kaufst du dir auch nicht, wenn du dann einmal die Woche 2 Stunden spielst. Dann kaufst du dir ja nicht ein Item für 40 Euro. Die kaufst du dir natürlich nur, wenn du halt hardcore am Suchten bist. Das ist ja ein Item für Leute, die jeden Tag spielen und sehr viel spielen. Nicht für Leute, die einmal die Woche kurz online gehen. Für solche Leute ist das Item nicht gedacht. Und ja, das sind eigentlich meiner Meinung nach die beiden Wege, die man gehen kann. Als Free-to-Play-Spieler würde ich euch halt echt empfehlen, die 8-Chart-Taktik zu fahren. Dann braucht ihr nämlich keine Party-Scrolls. Ist schon mal ein großer Punkt, der wegfällt an Kosten, mögliche Kosten. Also 8-Chart-Taktik für keine Party-Scrolls. Und 8-Chart-Taktik, um euch ein Equipment easy auf plus 10 zu machen. Und ich habe vorhin Set gesagt, aber Waffe auch. Also ihr kriegt so viele Products von den Quests, dass ihr euch locker ein Set und eine Waffe plus 10 machen könnt. Also ihr könnt einen Charakter komplett nur mit den Quests fertig machen. Komplett equippen. Also ich habe es geschafft auf FEC. Könnt ihr euch ja angucken mal mein Video FEC Ausbeute. Ich hatte irgendwie 5 oder 6 Sets plus 10 und 3 oder 4 Waffen plus 10. Und sogar 2 Waffen mit 10 Sockeln und 10 A-Karten. Alles Free-to-Play. Also ist geistesgestellt, was man schaffen kann auf dem Server mit der 8-Chart-Taktik. Und zum Großteil natürlich nur mit seelengebundenen Prodigs geupgradet. Von Quests und von Battle Pass. Zugegeben, Battle Pass hat natürlich auch noch eine Rolle gespielt, aber Battle Pass ist ja jetzt auch noch aktiv. Zwar ein bisschen schlechter leider, aber trotzdem. Gibt ja immer noch ein paar G-Product und A-Product. Es muss auch Spaß machen, 8-Chart-Taktik ist Pain. Tja, das sagen halt Verlierer, ne?
No front. Aber, also, willst du Items im Wert von literally 500 bis 1000 Euro for free? Oder willst du, dass es Spaß macht? Chat. Items im Wert von mehreren 100 bis 1000 Euro for free? Oder Spaß? Come on, man. What are you talking about me? Die Items am Anfang sind vollkommen irrelevant. Items bis unter Level 60 sind wertlos und irrelevant. Bringt eh nichts, die aufzuheben. Und nach 3 Tagen kriegst du ja ein Item. Ein CS-Pad oder nicht? Achso, ja gut, das sieht man jetzt hier nicht mehr. Aber du kriegst auch die Cobra an Tag 3 und an Tag 5 kriegst du den Teddybär. Also ab dem 3. Tag hast du ein CS-Pad, mal 8, 16 Tage lang. Ein weiterer Grund für die 8-Char-Taktik. Ihr müsst euch kein CS-Pad kaufen. Ihr kriegt die Cobra und durch das neue Einlog-Event kriegt ihr noch den Teddybär. Dann habt ihr Cobra und Teddybär auf 8 Chars, also 8 Cobras, 8 Teddybären. Nach einer Woche habt ihr nochmal 8 Teddybären, dann habt ihr nochmal 8 Teddybären, dann habt ihr nochmal 8 Teddybären. Allein das sind schon 160 Tage oder so. Zusätzlich habt ihr 2x 8 Cobras, also 16 Cobras, sind nochmal 32 Tage. Und sollte euch dann trotzdem irgendwann ein CS-Pad ausgehen, kauft euch einfach die Gigglebox im Cash-Shop für 15 Millionen Penya, was auf dem Server absolut wertlos ist. Also 15 Millionen Penya wird auf dem Server nach einem Monat nichts sein. Also habt ihr auch unendlich CS-Pads for free, basically. Nur die ersten beiden Tage sind ätzend, aber unter Level 60 sind die Drops sowieso wertlos und unnütz. Und selbst wenn ihr alles aufheben würdet, also was bringt euch ein CS-Pad am Anfang? Weil die Drops, die man am Anfang bekommt, die müllen euch ja sowieso das Inventar zu und ihr habt ja sowieso keinen Inventarplatz. Also selbst mit der 8-Chart-Taktik mit den kleinen Inventories am Anfang würdet ihr nach, keine Ahnung, 10 Minuten habt ihr volles Inventory. Ich meine, das bringt euch sowieso nichts. Da müsstet ihr alle 5 Minuten Inventar leeren gehen, um 100.000 Penya dafür zu bekommen. Das bringt ja eh nichts. Also was willst du damit? Nach Level 60 irgendwann oder so, ja. Und ein bisschen Penya am Anfang braucht man schon, um sich die Free-to-Play-Flasks zu holen. Aber da muss man einfach damit leben, dass das halt ganz am Anfang einfach noch nicht geht. Ich meine, woher willst du auf Level 1 3 Millionen Penya haben oder so? Ich meine, das kriegst du auch nicht, wenn du die ganzen Bodensorts aufhebst. So funktioniert das Spiel leider nicht. Ein bisschen ja, Bold, aber halt erst ab Level 30 oder so. Wie gesagt, Items in Flares aufheben ist einfach nur Zeitverschwendung. Der Anfang von St. Morning ist auch Zeitverschwendung. Ab so Level 30, ab Garden of Rises sind Items was wert. Da ist jeder NPC war für 20k wert oder so. Da kann man immer gucken, bevor man backgeht in die Town, dass man schon Inventar voll macht mit NPC-Waffen. Da werden ja tonnenweise NPC-Waffen dann am Boden liegen, weil die wird kein Mensch aufheben, weil da alle so viel droppen und so. Das kann man schon machen, ja. Aber so ganz am Anfang, also Flares kannst du komplett ignorieren. Das juckt keinen, was da am Boden liegt. Alles wertlos. Und ja. Und wie gesagt, am 3. Tag kriegt ihr dann das CS-Pad. Auf welche Greens lohnt es sich zu achten? Wedge und Comet. Unter Level 60 Wedge und Comet. Und Cruiser wahrscheinlich. Ich hasse Cruiser. FEC? Yes. Hohes Level ist der Schlüssel zum Erfolg auf dem Server. Hohes Level in kurzer Zeit. Kann man das Spiel auch ohne vorherige Einnahme von Crystal Meth spielen? Leider nicht, nein. Crystal Meth einzunehmen, bevor du Flive startest, ist leider verpflichtend. Leider nicht. Der Vorteil von der... By the way, ein weiterer Vorteil von der 8-Chart-Taktik ist... Bei der 8-Chart-Taktik ist es nicht ganz so schlimm, wenn ihr später anfangt. Also grundsätzlich ist es natürlich fatal. Jeder Tag, jede Minute, jede Stunde, die ihr später anfangt, ist natürlich grundsätzlich sehr schlecht. Aber wenn jetzt euer Ziel zum Beispiel ist, euch einfach nur einen Charakter krass auszurüsten, also ein Charakter Set plus 10, ein Charakter Waffe plus 10, also natürlich 150er Zeug, man will jetzt kein 140er Zeug oder 135er Zeug mehr plus 10 machen und auch keine Bloody Waffen mehr, das würde ich alles maximal plus 8 machen und dann nur übergangsweise benutzen. Aber wenn euer Ziel quasi das ist, einen Charakter krass auszurüsten, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das kriegt ihr basically for free durch die ganzen Protects von der 8-Chart-Taktik, von den High-Level-Quests. Also von den Korallinsel-Quests, von den Asria-Quests, von den Volcano-Quests. Ihr kriegt so viele Protects, das reicht easy mit der doppelten Upgrade-Chance. Also die doppelte Upgrade-Chance ist geistesgestört. Es ist so einfach, dort zu upgraden. Und wenn ihr das habt,
Also wenn ihr das schon sicher habt, dann ist es ja eigentlich egal, was ihr auf dem Server treibt. Ihr müsst ja eigentlich nur leveln und dann halt irgendwann diese ganzen Quests machen und dann habt ihr ja die Items und dann seid ihr basically fertig. Also in der Theorie. Natürlich in der Praxis liegen da hunderte Stunden Grind zwischen diesen beiden Punkten. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall vom Prinzip her seid ihr halt, wie gesagt, nicht darauf angewiesen, dass ihr irgendwie 100 Milliarden farmt und euch dann Products kauft, sondern ihr kriegt die Products zumindest schon mal durch Spielen. Und das heißt, die Schwierigkeit ist dann eigentlich einfach nur, das cleane Equipment zu bekommen. Also zum Beispiel eine Axe of Furnace oder eine Lutzakas Crystal Axe zu bekommen. Aber gut, dafür farmt man dann eigentlich die ganze Zeit Dungeons. Also das kriegt man ja hoffentlich auch mehr oder weniger free oder zumindest kann man sich's erspielen. In einer Form zumindest irgendwie. Und das heißt, da wäre es jetzt rein theoretisch nicht so schlimm, wenn man eine Woche später anfängt. Oder theoretisch sogar, keine Ahnung, 3 Wochen später oder so. Also rein theoretisch. Praktisch natürlich schon, weil praktisch stellt ihr euch dann natürlich selber heftig im Bein und werdet dann halt trotzdem einfach für gewisse Dinge wesentlich länger brauchen, als wenn ihr eine Woche früher angefangen habt. Ist ja ganz klar. Aber worauf ich hinaus will, ist einfach nur, die 8-Chart-Taktik wird halt immer funktionieren, weil die krassen Vorteile, die man dadurch hat, die bleiben ja. Man verliert halt den Serverstart-Boost, den Serverstart-Hype. Die Serverstart-Möglichkeit, als Free-to-Play sehr leicht an sehr viel F-Coin und sehr viele Premium-Items zu kommen, das verliert man natürlich, was ätzend ist. Also sollte man natürlich trotzdem probieren mitzumachen beim Serverstart. Aber rein theoretisch könnte man auch noch 2 Monate später anfangen und trotzdem noch mit gut Equipment und so auf den normalen Server dann transferieren, theoretisch, wenn das das Ziel ist. Just saying, by the way. Also, ihr seid theoretisch nicht unbedingt an den Serverstart gebunden, um was zu reißen. Am Anfang direkt Giants hunten für F-Coin verdienen? Würde ich tatsächlich gar nicht mal unbedingt machen, ehrlich gesagt. Also, wenn du jetzt nicht gerade der Höchste auf dem Server bist, wird sich das gar nicht so sehr lohnen. Weil die Waffen haben halt nicht den gleichen Wert wie auf einem normalen Server. Auf dem FEC-Server hast du in der Regel mindestens 300% mehr XP, 200% Server und dann nochmal 100% durch diese FEC-Flask. Und das heißt, zum Beispiel Guardian-Waffen sind einfach relativ irrelevant im Verhältnis zum normalen Server, weil du bist so schnell Level 75, dass die einfach nicht so wirklich wichtig sind. Und das geht dann eigentlich für so ziemlich alle normalen, in Anführungszeichen, Unique-Waffen. Also ich meine, es lohnt sich schon, du machst auf jeden Fall fett Kohle damit. Aber du musst ja immer bedenken, du selbst levelst ja in der Zeit, wo du Giants huntest, nicht. Alle anderen Leute leveln und können dann schon AG farmen. Und AG ist zum Beispiel viel mehr wert als G. Und auch langfristig viel mehr wert. AG-Stick zum Beispiel ist eine der besten Waffen im Spiel von Giants. Also von den alles unter Koral Giants zum Beispiel. Und dann verschwendest du deine Zeit mit G und alle anderen farmen schon AG, was viel mehr wert ist. Na, die Frage, also, das würde ich ehrlich gesagt nicht wirklich machen. Also, die frühesten Giants, die ich farmen würde, wären wahrscheinlich AG. Und selbst da wahrscheinlich tatsächlich gar nicht, weil es gibt ja dann noch die Tower Dailies. Im Tower droppen die Waffen viel besser. Tower Ticket, Secret Room. Also, I don't know. Wie gesagt, hohes Level ist eigentlich wichtiger. Weil da kannst du einfach nur bei normalen Monstern, wenn du ein richtiges Setup droppst, wenn die richtige Suit kommt, wenn das richtige Setup kommt, bist du genauso reich, wie es ja so Giants gefarmt hast, aber die ganze Zeit gelevelt. Und durchs Leveln verdienst du ja erstens ja auch Penya und zweitens, je höher das Level, desto besser die Setteile und so weiter und so weiter. Gestern war Vatertag, wo bin ich wohl? Rumänien? Wie viele Stunden habe ich da am Tag gegrindet? 5 bis 12. Und? Hast du ein Problem damit? So dein Bücherregal oder keine Ahnung, was man halt so macht, ja. Und dann plötzlich dahinter ist so eine riesige Spinnenarmee, weil da einfach so eine etwas fettere Spinne so einen fetten Haufen Eier gelegt hat und einfach 500 Eier da gelegt hat und dann einfach alles voller Spinnen ist und du einfach gebissen wirst, dann wirst du einfach so fucking Spider-Man, dann stirbst du einfach an Spinnenbiss und dein ganzes Haus wird von Spinnen übernommen und die müssen dann Steuern zahlen und die müssen dann
arbeiten gehen und dem Mieter Bescheid geben, dass du jetzt nicht dort nicht mehr wohnst, weil du bist tot und oh Mann. Ich bin vom Thema abgekommen, aber du verstehst, was ich meine. Du nimmst einen Hotdog und eine Wurst und ein Brötchen. Hotdog-Wurst und Hotdog-Brötchen. Vorher tust du aber in das Brötchen noch Käse und Jalapenos. Wie auch immer, Käse auf die Jalapenos, Jalapenos auf den Käse, wie du es magst. Bisschen Hot Sauce, dann kommt der Dog und ein paar Röstzwiebeln und dann Chili-Soße. Also Chili-Chili, also Chili con Carne. Gern geschehen, Liberal.